hat überall an ihren Tempelgebäude ausmeißen lassen. Deswegen, es hat lang gedauert, von Archäologen hier zu rekonstruieren, restaurieren. Aber trotzdem, ihr Tempel interessant anzuschauen. Das war ihr Totentempel. Aber es war schwierig für Hatschepsut damals, als Königin alleine zu regieren. Und sie hat versucht, das ganze Volk zu überzeugen, dass sie wie Männer leben und wie Männer regieren könnten. Deswegen, Hatschepsut wurde überall als König abgebildet. Und sie hat ihr Grab absichtlich im Tal der Könige graben lassen. Ihr Grab, wir können ein bisschen weitergehen. Das ist wunderbar.